Ausflug zum Volksfest in den Rhododendrenpark. Der XXL-Ostfriese hat seine Freude an den vielen Tieren. Junge, 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 Junge. Zusammen mit seiner Carmen und Grillmeister Freddy lässt er sich von den Ausstellern und ihren Hobbys inspirieren. Ja. Wenn ich das sehe, was du hier alles machst, nicht? Ich habe eine Schleiereule im Haus, aber die hat keinen Kasten. Kann ich die machen? Modell habe ich da. Aber jetzt wollen wir mal sehen, hier kannst du den auch gestern machen? Müsste ich normalerweise vorgestern zu Hause sein. Ja, warst du nicht? Nee, war ich nicht. Pass auf, Schleiereule. Ja. Schleiereule. Ja. Das habe ich, glaube ich, eben auf dem Bild gesehen. Ja, ob du dort überhaupt was kennst. Und hier, ich habe die Fotos. Dass wir eben mal sehen, überhaupt, könnte ich nicht, die Eule muss so ein Nest haben, oder? Ja. So, das ist bei mir im Haus. So sieht der Altbloch aus. Jetzt dreht mal um. Das ist der Kasten auf sich, vorne an sich. Das ist der Kasten, so wie ich den gemacht habe. Ja. Hier ist eine Glasscheibe vor, kann ich eine Kamera davor machen. Da kann ich sehen, wenn die ersten Eier da sind. So, da war ich in meinen jungen Jahren, wie ich das hier aufgehoben habe. Das bin aber ich. Ne? Und das sind die ersten Jungen. Und die haben wir dann innerhalb von einer Woche immer wieder fotografiert. Das ist natürlich schön, ne? Das ist was Herrliches. Super Eulenkram, denn vielleicht will der ja noch mal lernen von Jahr. Nee, das ist zu spät. Normalerweise kommen sie so Mitte März und sie schauen sich die Häuser an und so. Nee. Die ist ja schon längst da bei uns im Haus. Ja, da kann man da die noch besetzt worden hat. Nee. Komm, Hand drauf, bis morgen früh. Bis morgen früh. Bis morgen. Morgen Mittag. Morgen Mittag. Ja. Krieg voll hin. Morgen Mittag. So, was willst du uns denn hier für Carmen Arbeitsgeschirr? Der erste Deal ist gemacht. Da mal tauchen. Mal sehen, auf welche Ideen der XXL Ostfriese noch kommt. Ist ja einiges im Angebot. Und die brüten wie die Weltmeister. Ja? Federvieh gibt's eigentlich genug auf dem Hankenhof. Obwohl ein paar Enten. Nee, lieber nicht. Machen doch nur Arbeit. Holzenten wären noch eine Alternative. Die fressen nix und machen keinen Dreck. Duftöle? Oder doch lieber einen neuen Hut? Wobei, Tamme hat eigentlich genügend Hüte. So, wo ist denn meine... Da ist sie ja. Du musst jetzt auch mal ein bisschen drauf gucken, was du schon für einen Hut hast. Aha, für Carmen. Ist der zu groß oder muss ich einen Tapetennadel fixieren? Nein, der ist prima. Den kannst du von innen verstellen. Echt? Geh mal ein bisschen und zeig mal ein bisschen zurück. Der Hut steht hier. Der steht hier gut. Darf ich mal in den Spiegel gucken, wie ich aussehe? Nee, ja, hier noch nicht. Doch, das doch. Steht dir nicht. Das doch. Ist ja. Nee, jetzt möchte Kannst ich mal. Kannst du mal deine Zigarre nehmen hier? Ich möchte gleich mal, bevor du weiter rauchst. Der XXL Ostfriese als Modeberater. Bestimmt eine ganz sichere Bank. Oh, der ist auch schick. Aber so schwarz mit rotem. Schatz, ich habe schon was Neues auf. Also, ich finde, dies ist auch raffiniert, aber die Krempe muss größer sein. Mhm. Ja? Die Krempe muss größer aus. Das sieht, ups. Wenn die Krempe größer ist, nicht, dann sieht das so ein bisschen wie? So leicht vornehm bis schlampig. Was ist denn mit diesem in Bunt mit der Tüllgardine? Setzt ihr das flache Ding hat mal sie auf. Schon zwei Stück, hat sie gesagt. Nee. Hier, ach so. Diesen hier habe ich. Solche habe ich. Sie muss eine Tüle haben. So, sowas ist. Warte mal, ich muss mal im Spiegel. Der ist aber auch witzig, finde ich. Ja, der sieht auch schön aus, bei der Arbeit hervorragend. Nee. So, dann setzen wir den nochmal auf. Na, Tamme, was sagt der Fachmann? Püri? Ich fürchte, ich fühle mich verkleidet. Mhm. Nee, jetzt schau mal her. Geil. Einfach geil. Ja? Da schlägt die Sonne ein, da kommen keine Mücken runter, nicht, dass du abends zerstochen bist, wenn du aus. Die Farbe ist schön. Kommst. Die Farbe ist gut. Ja. Vielleicht auch besser als das Rote, ne? Also weißt du, die sieht pfiffiger aus. Ja. Die setzt Akzente. Mhm. Freddy, guck sie mal an. Sieht das nicht besser aus? Ja, aber ich fand den ersten auch gut, das mit dem Rot. Aber die machen wir lang. Aber was ziehe ich denn dazu an dann? Ja, das kommt als zweite. Am besten gar nichts. Oha. Also ganz in Schwarz. Oder so. Ja, dann lasse ich den jetzt auf. Da ist dann ein Preisschild dran, dann musst du das eben abbauen. Das baue ich mal ab.
Unglaublich, wie schick das aussieht. Jetzt geht das leichter. Für sie nimmst du den Hut ab, bei mir machst du das nicht. Ja, ohne Schleier. Immer diese kleinen, aber feinen Unterschiede, ne? Meine Dame. Ja, sehr wohl. Beim Fremdgehen gibt man sich noch Mühe. Friedrich muss wieder an dieser Seite laufen. Bitte, noch viel Spaß. Darfst auch mit. Das sieht schick aus. Schätzelein, war schön bei dir. Traumhut, Traumtag, Traumpaar. Zurück auf dem Hof ist die sommerliche Leichtigkeit allerdings schnell vergessen. Überall warten Probleme. Eine Stute hat sich am Vortag einen Nagel in den Huf gerammt. Tierarzt Jörg hat sofort notoperiert. Ne, da siehst du, wie er hier oben eingedrungen ist, wie auch immer. Das hat das Pferd noch nicht verraten, auch mit Drogen nicht. Und ist hier gerade am Hufgelenk lang und ist ja unten neben der Eckstrebe da irgendwo wieder ausgetreten. Ja. Ne? Hast du auch noch ein Foto eigentlich, wo das Ding rausgeguckt hat? Hast du das auch drin? Zeig mal. Man sieht oben, also nur das, was umgeknickt ist, sieht man rausgucken. Das ganze Ding saß ja bis unten, guckte unten aus der Sohle raus. Ne? So kam der hier an. Ne? Es ist so unglaublich, so haarscharf, wie das Pferd Glück gehabt hat. Genau. Das ist wohl so. Gucken, da haben wir nochmal die verschiedenen Ansichten. Ansichten, ne? Kannst du sehen. Ne? Hier haben wir zwei Winkel geschossen. Aber wir haben Glück gehabt, wie gesagt, dass hier gerade das Hufgelenk halt nicht zerstört worden ist. Also dass da gerade hier an der Seite, hier sieht man es auf dieser Aufnahme von vorne nach hinten. Einzeln reinnehmen, sieht man eben schön, dass er sich das hier wunderbar dran lang geschossen hat. Hier am Unglaublich, Gelände. Ne? Dann hat er da oben sich das reingehauen und dann war das krumm. Also dieses Pferd hat versucht, es rauszutreten aus dem Hof. Mhm. Im Ran und hat wohl dann gescheuert. Ne? Dann haben wir angefangen, ne, und haben den rausoperiert. Und jetzt sind wir dabei, dass der Fuß muss natürlich jetzt wieder genesen. Wir haben ja eine hochgradige Zerstörung im Bereich der weißen Linie und im Hufbereich. Dies guckt er oben aus dem Huf raus. Genau. Haben wir noch mal ein Bild, wo wir so vielleicht was sehen? Doktor, hier, comprende. Ja, so einmal den Lange. So sehen wir das. Das ist das Teil, so um hat das denn da drin gesessen. Und hier unten war der Bogen, Gott sei Dank. Und der hat dann an den Gelenken ist es durch den Bogen lang geschoben. Wir mussten nach oben rausziehen, weil wir konnten hier nicht gerade biegen. Das Pferd war trotz Narkose noch ziemlich zackig, muss ich sagen. Und jetzt wollen wir gucken, was macht der Huf. Ob der Fuß dran bleibt, genau. Wenn da jetzt sich eine große Entzündung bildet, dann ist der Fuß im Eimer, auf Deutsch gesagt. Ne? Wir müssen jetzt richtig klotzen und aber dabei immer beachten, dass das Tier auch noch tragend ist. Das heißt, das Fohlen wollen wir auch noch behalten. Also wir wollen ja alles, ne? Ein Pferd ohne Huf ist nicht überlebensfähig. Hier unten mal drunter gucken. Na gut, da läuft der Dreck unten raus. Guck, hier ist unten, siehst du den Einstichkanal noch, der so schwarz und gammelig ist da. Und buttert schön vor sich hin. Und oben schließt es sich aber, glaube ich. Also oben wird es schon besser. Setz mal ruhig eben auf den Beton ab. Ja, hier, das macht nicht. Ja, das ist also ein Gammel da. Das macht nichts, wenn das eben auf dem sauberen Beton steht. Der XXL-Ostfriese ist schon wieder im Auto. Er versorgt den nächsten Problemfall. Tatjana. Die Bürokraft hat zwei entzündete Weisheitszähne, die raus müssen. Und wieso reißen die nicht einfach einen daraus? Die können doch den letzten sitzen lassen. Oder wird der so hoch ein Weisheitszahn, dass du denn das Maul nicht mehr dicht kriegst? Keine Ahnung, warum die beide rausnehmen. Weil die Platz wegnehmen, glaube ich, müssen die raus. Verstehst? Ein bisschen. Ich habe immer Angst vorm Zahn, das weißt du doch. Da kommt der Knochenbrecher ins Spiel. Stichwort Hypnosekurs. Hallo. Hallo. Wohin denn? Einmal durch. Kann schon mal kurz nehmen. Du musst ganz locker bleiben. Such dir einen dicken Finger aus, guck da drauf. Der Körper wird etwas steif gleich. Und dann läuft das gleich ganz automatisch, wirst du wieder ruhig. Und automatisch wirst du nach hinten gezogen. Schau mal auf die Finger. Und du ziehst nach hinten. Und du ziehst nach hinten. Und du bist ganz locker. Immer wenn ich auf deine Stirn drücke, spürst du keine Schmerzen. Und du bist ganz cool drauf. Den Puls fährst du schön runter. Ganz wenig Angst haben, auch wenn du nachher ein bisschen Schiss kriegen solltest mal. Das ist alles nicht schlimm, es tut nicht weh. Die Wunden heilen nachher schön.
und genau wie sonst auch. Und Angst hast du gar nicht mehr. Schätzelein, nur ganz cool bleiben. Und jetzt bin ich da. Und dann spürst du das auch nicht mit den Spritzen und sowas. Das geht jetzt alles ganz wunderbar. Ich gehe hinter dir und bleib bei dir. Ganz locker bleiben. Und jetzt machst du alles, was der Doktor dir sagt, dass das alles schnell und ruckzuck rübergeht. So, Tatjana, ich fühle noch mal. Ich habe was Hände. Jetzt wird es auch noch saugemütlich. Hypnose bei Zahnarztphobie. Soll ja helfen. Ich sag dir alles, was passiert, okay? Du kannst die Augen gerne aufmachen oder zumachen, wenn du möchtest. Dann machen wir kurz zu, die Augen. Aber schön ist es trotzdem nicht. So ein bisschen weiter mit dem Mund auf, genau. So. Man weiß nicht, was schlimmer ist, Zahnarzt oder Tierarzt. Sieht den Umständen entsprechend relativ gut aus. Wir haben weiterhin eine sehr schöne Chance. Wenn du jetzt eben einmal wieder den Fuß aufhebst. Die Lady will die Füße nicht so richtig gerne hergeben. Ich glaube, Tamara hat dir das nicht beigebracht. Gerade war sie so schön mitgeholfen hier. Hallo? Das war sozusagen. Das war in meine Richtung hauen hier, du. Nee, die haut nicht hin. Also, sie ist unleidig. So macht sie manchmal mit. So, jetzt bauen wir das. Okay, das war Tupfer der Erste. Ich kann noch was nachschießen, aber dann steht's auch scheiße. Der Doktor muss erstmal richtig zufassen, glaube ich. So, ich weiß jetzt nicht, ob du so übernehmen kannst jetzt. Ich muss versuchen, dich aufs Knie zu stellen. Der blöde Bock, der. Ich weiß nicht, ob das geht. Und nicht angreifen. Oh, und gegen die Wand drücken, das ganze Pferd. Ich weiß nicht, ob das Kind kriegst. Okay. Kein Wunder, dass die Stute nervös wird, wenn es ihr an den kaputten Huf geht. Da hilft nur Geduld und gutes Zureden. Gar nicht schlecht. Du kannst bei mir anfangen, komm. Oh, sehr witzig. Ich muss ja einen Witz machen. Meine Rücken sind gleich voll. Steigert die Durchhaltekraft. Gegen den Widerstand eines Pferdes zu arbeiten, ist irre anstrengend. Und so ein Bein kann sich ganz schön schwer machen. Aber Carmen und Jörg sind ja Profis. Sie hat sich irgendwie ein bisschen dran gewöhnt, ne? Also pushen das Pferd. Das so steht, ist super. Okay. Kommt nochmal drüber? Nee, das ist gut, das hält so. Das hält jetzt sehr gut. Es gibt noch einmal Antibiose, sie kriegt noch, wie gesagt, wegen der Entzündung und Abschwellung kriegt sie noch eine Injektion und dann ist fertig. Dann hat die Abby wieder eine gute Chance. Und wie sieht's bei Tatjana aus? Ging offenbar ganz schnell. Ganz locker bleiben. Du wirst jetzt ganz entspannt. Tati, du wirst ganz entspannt. Puls geht runter, dann gibt's auch kein Nachbluten. Aber hat die Hypnose dabei wirklich geholfen? Das heißt, wenn du ganz locker bist, lassen wir die Hypnose zischen. Wenn ich dich anpuste, bist du voll wieder aus der Hypnose raus und kannst dich totlachen, wie toll das geworden ist. Na, lachen geht wohl noch nicht so richtig. Ich hab keine. Vorne ist alles da. Fühlt sich an, als alles weg ist. Nee. Ich wollte eigentlich, aber er bremst mich ja immer aus. Und? Der wickelt dir deine beiden Zähne ein, denn das vier. Da kannst du schon jetzt eine Halskette von machen. Der Knochenbrecher hat offenbar ein kreatives Hoch. Ja, kannst du wieder ein bisschen lachen? Okay, das reicht mir schon. Ja? Morgen sieht das ein bisschen besser aus. Unter der, kannst du aufstehen? Heute ist Hoftag und auf den Knochenbrecher warten neue Problemfälle. Wenigstens geht's Tatjana schon wieder besser. Hi. Na? Na? Ich hab schon gedacht, du wärst gestorben. Ich hab schon gerade zu Fabian gesagt, ob sie nicht gestorben ist. Hallo. Und habt ihr das wieder gemacht mit der Hypnose? Ja. Ja? Das bringt gewaltig was. Echt? Also man
Ja, also ich kann das an mir selber merken, dass man ruhiger ist, ne? Dass die Angst so ein bisschen weggeht. Und ja. Also Tamba ist echt eine große Hilfe. Darauf setzen auch die vielen Pferdebesitzer, die gekommen sind, um ihre Vierbeiner beim Knochenbrecher vorzuführen. Aber sie müssen sich noch etwas gedulden. Denn bevor heute gerenkt wird, wird gehängt, sozusagen. Yo. Der Eulenmann ist wie versprochen mit dem Eulenhäuschen gekommen. So, kannst du da rein, eben anfahren, damit ja, ich ja. da wieder da im Rumpf kriege? So, wir setzen ihn. Wir hätten so den, ne? Ja. Oder irgendwo da wir unter den Bückenmund. Ja, da gehen wir. Dass aber auch niemand da ist, der mal mit anfassen könnte. Was ist das? Ob die Rundball? Ja, das passt ja super. So, so Tammen. Hätte ich hier von Föhn das Einflugloch. Nee, und von Aachen, die können mit dem Drehen. So, hier hast du einen Schaukasten hin. Mit wenig Mittel, der klappt so eine Bohmen und kannst du so gut halten. So, das ist der Nistkasten für die Ullenabsuch. So, und die Schleiereulen, die können in eine Ecke sitzen und das Gewölle, was sie abkotzen. Die Totmusen, da legen sie in eine Ecke und da geht die Ullen und legt da sein Ei ab. Carmen sucht mit Chef das Weite. Mein Freund, ne? Hast mich ja gestern wieder so lieb in Empfang genommen, du. Einen besseren Fanclub als dich gibt's ja nicht. Nee, nee, nee. Sie will mit dem Wallach zum Springtraining fahren. Gut. Ja. Und dafür muss er schick sein. So, so gehen was? So, siehst du. Gut so. Hm? Pummel. Na, komm mal mit. Ja, wo das Eingangsloch ist. Da muss die Föhn genau für. Genau vor dem genau Loch. Davor. Ja, ich nehme mal eben, ich hole mir mal einen Zug. Und wenn der nun nicht passen würde, da oben, dann muss ich den Tunnel machen, ein Röhr, da wird das einfach ein bisschen verlängert. Haben wir überhaupt so eine lange Leiter? Ja, ich muss da erst mal gucken, dass ich da überhaupt hochkomme. Wo ist denn die Leiter zum Ausziehen? Wir haben keine Leiter zum Ausziehen. Ja, ich habe bestimmt Hallo, ich habe eine Leiter zum Ausziehen gekauft, eine ganz neue. Mach mir keinen Scheiß, dass die Leiter weg ist. Ach, ich habe so eine noch nicht gesehen. Ja. Ist das auch Mädchen? Also, wenn jetzt erst noch die Leiter gesucht werden muss, kann es ja noch ein Weilchen dauern, bis der Knochenbrecher sich um seine Patienten kümmert. Aber die meisten Besucher sind aufs Warten eingestellt und wissen sich, ihre Zeit zu vertreiben. Teamarbeit. Wenn die zwischen Mensch und Tier gelingt, kann man gemeinsam viel erreichen. Wenn wir so auf Tour gehen, wie wir aussehen, eben einmal mit der Bürste. Wenn es doch unter Menschen auch immer so gut funktionieren würde. Aha, die Leiter ist gefunden. Carmen muss selber fertig kommen. So, wenn ich nun der Baum erfallen, da musst du mich abfangen. Wir müssen hier hinkommen. Aber in puncto Teamarbeit hat der XXL-Ostfriese ganz eigene Vorstellungen. Er dirigiert und die anderen führen aus. Also ich quarte dir immer an. Ein bisschen zurück. Ja, so, das klappt. Jetzt kann es auch nicht mehr umkippen. Nee, du musst ihn weiter nach rechts. Wenn du hoch willst, kannst du dich an den kleinen Balken festhalten. Jawohl, Chef. Dass du da nicht runterfällst, Schätzelein, okay? Wegrutschen kann sie nicht. Nur gut, dass Becky sich längst an diese Form der Kommunikation mit ihrem Chef gewöhnt hat. Augen zu und hoch. So, Spider-Man. So, dann gehst du ganz nach oben und misst das ein, wie viel Platz wir da haben. Na, Tamme, willst du nicht auch mal hochkommen? Ja, da passe ich ja gar nicht durch. Du bist 98, muss da oben reinpassen. 98 mal 60. Ja, das ist gut. Sieht so aus, als hätten die beiden alles im Griff. Jetzt kann der XXL-Ostfriese sich endlich seinen Patienten widmen. Hier oben drauf. Ja, also wird, oder ich muss, das müssen wir noch verlängern, dass wir da drankommen. Das ist ein arabisches Vollblut. Und wir machen Pferdeshow mit ihr. Sie ist jetzt 14 Jahre alt. Und wir sind auf Turnieren aufgetreten, auf Events von Freizeitreitern. Und im letzten Winter, da war so ein schmaler Streifen Eis, hatte ich sie an der Longe so spazieren gegangen mit ihr. Und da kam ein Jogger aus dem Wald, ist ja auf den Eis draufgesprungen, ist weggerutscht, unter sich gerutscht und hat sich das Fessel hinten
die Fessel wehgetan, ne? Richtig aufgeschlagen. Mhm. Ja, und seit der Zeit hatte sie halt Probleme. Hier musst du hoch, hier Schätzelein, da geht's runter. Am meisten sieht der Knochenbrecher, wenn das Pferd sich bewegt. Halt! Renn nicht gleich wieder weg. Was du super gemacht hast, 1A richtig umgedreht. Aber jetzt habe ich eine Frage. Hm? Wer führt das Pferd vor beim Schmied? Ich. Warum? Oh, oh. Würdest du einmal laufen? Die Schönheit der Prärie, einmal hoch und runter. Und jetzt gucken wir auf die Füße. Ja. Und dann mögest du entscheiden, was hier falsch ist. Jetzt schau. Genau von 8 im Kiegen. Okay. Links hinten. Geht fast beinig. Rechts hinten, tritt er in der Überlastung. Umdrehen. Und jetzt kommt es. Was passiert jetzt? Tja, wenn man das wüsste, wäre man wahrscheinlich nicht hier. Wegen welchem Fuß weine ich? Sie muss gerade gehen. Welchen Fuß? Gucke mal an der Seite, das rechte Bein. Tritt außen auf. Ich darf nicht so laufen und so. Wir nehmen ihn außen etwas vom Hof weg, dass er plan auftritt. Aber um was wegschneiden zu können, muss er ja erstmal große Hufe kriegen. Weil sie weiter untertritt. Also müssen wir einmal mit Eisen arbeiten. Ja, das hatte ich drauf. Aber das letzte Eisen hatte ich 14 Tage drauf, dann habe ich es wieder runtergerissen. Warum? Ja, weil sie nicht mehr laufen konnte. Ja, wir müssen aber den Hof größer kriegen. Nee? Der Hof muss größer. So, was haben wir hier denn für eine Linie? Was ist er denn? Nicht zwicken lassen. Kopf festhalten, Schätzelein. Diese Impulse im Rücken kommen nicht bei jedem Pferd gut an. Schätzelein, leg mal an den Meer mit deinem Fuß. So, ist fein. Komm. Locker. Hat ihn. Aber schon mit gerechnet, ne? Offenbar eine Blockade im Kreuzdarmbein. Hat ihn. Kreuzdarmbein. Dein Pferd ist gesünder, wie es ist. Wenn er sich immer überlastet, auf der linken Seite, die nicht so schlimm war, das mit eines der besseren Beine an dem Pferd, dann fängt er an zu knacken, weil die Sehnen zu doll halten müssen. Aber es knackt immer. Also wenn ich sie aus dem Stall führe, fängt er schon an. Bei mir knackt das auch öfters. Das ist alles wirklich nicht schlimm. Hallo Karin. Ja, Moinsen, ne? Na? Schön, dass ihr das noch macht mit dem Freispringen. Ja. Hallo. Haben die zwei Jungs ja Glück. Können wir mal austoben hier, ne? Tür eben zu und im Rollo runter, dass sie uns hier nicht rausspringen. Carmen ist mit Chef bei Rainer Schnittke eingetroffen. Der absolviert mit den beiden das Springtraining. Aber erstmal darf Chef sich warm laufen. Zurück. Dann tschüss. Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen sage ich tschüss. Einmal quietsch. Ist gut, pass schön auf. Dieser Part gefällt dem Wallach am besten. Ja, ja, das macht Spaß, ne? Ja, wusste ich wohl. Ja, deine Idee ist das denn ja, wenn das jetzt von der Höhe, passt das dann mit der Höhe an beiden Seiten? Nee. Das muss weiter dahin. Wo weiterhin? Na, dahin. Zu dir. Das passt vorne nicht, ne? Nee. Tu die Klappe mal vorne ran, da ist ja noch gar nicht raus. Das ist das Problem, was ich gesagt habe. Nein, er kommt da von dem Loch nicht rein. Genau, siehst du, ihr müsst eine weiter nach hinten. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Nur gut, dass der Chef ab und zu nach dem Rechten sieht. Wer weiß, ob das Eulenhäuschen sonst nicht völlig verkehrt herumhängen würde. Will I ever get you back again? I've got nothing left to gain. Will I ever feel the same? Drinnen alles im Griff. Dann kann's ja draußen weitergehen. Flotten Schritt, schön zügig schreiten lassen. Glücklicherweise hat sich Assistent Fabian mittlerweile eingefunden. Man will ja nicht alles alleine machen.
extrem steil. Der kann gar nicht wirklich, wie soll ich sagen, schreiten. Der tritt plan auf, der rollt nicht. Richtig, Tamme? Oder was meinst du? Der geht sehr steif hinten. Ja. Gucken, wie der, was der für Samba-Latschen hat. Ja. Wie soll der da drauf laufen? Okay. Wann hat er einen Verschlag gehabt? Das sieht aus, als wenn er einen schönen Kreuzerschlag hinter sich hat. Wie alt ist das Pferd? 19. Dann schauen wir mal. So, alle, die zum Friedhof wollen, näher rantreten. Los geht's mit der Ursachenforschung. So, ist fein. Auch dieser Kandidat hat's nicht so gerne am Rücken. So, ist gut. Wahrscheinlich, weil genau da die Verspannungen liegen. So können Reize äußerst unangenehm sein. Wie reitest du denn am Tag, Schätzelein? In letzter Zeit, weil er ja so schlecht läuft, höchstens maximal eine halbe Stunde. Also die letzten Tage sind ihm gar nicht geritten. Der braucht viel mehr Arbeit. Du hast dein Pferd kaputt saniert, indem du stehen lässt. Der ist steif wie eine Flunder. Die Leber jodelt, hier muss der Tierarzt noch mit hinterher. Das ist alles ganz gelb. Der muss mal ein bisschen Mittel haben, Leberstoffwechsel. Da kommen wir mit dem Futter gar nicht mehr an Ziel dran. Darum läuft er so stief, das ist alles klassisch. Die Zähne, die Schneidezähne sind vorne viel zu lang. Die müsst ihr mal ordentlich zurückschleifen lassen. Also ein Zahnarzt muss auf jeden Fall vernünftig dran. Und er muss was tun, das ist die Entgiftung wieder, der Stoffwechsel. Und das geht hier nicht mehr übers Futter. Das ist nur ein Teil. Hier muss man den Tierarzt mit rankriegen. Okay. Nicht? Der Schmied muss dabei. Das ist auch abgeklärt. So, hier haben wir nämlich schon die Ader dick hier drin. Das andere Bein anheben. Alles gut. Da, Gefährleif, komm. Hier haben wir schon ordentlich Veränderungen in den Fesselträgern. Ich muss nur das Knie haben. Hadi. Das Pferd ist mit 19 Jahren natürlich auch nicht mehr so ganz beweglich. Vor allem hinten ist es steif. Dadurch, dass du dein Pferd so wenig in der Gänge hast, ist er derart eingerostet, dass er schon ordentlich mit Arthrose und das zu tun hat da oben. Wenn du dein Pferd, krass gesagt, nicht aufessen möchtest, dann wird es Zeit, dass sie euch bewegt. Der muss laufen, laufen, laufen. Ich schreib dir das auf, wie die Hufe ausgeschnitten werden. Ja. Du kommst aus? Mordorf. Außen ordentlich was weg, hinten. Ja. Fassbeinig, das ist die einzigste Art, Zehe kurz halten, nicht so lange mehr warten, dass die Zehe so lang wird, das kann er nicht ab. Und dann musst du reiten, 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 reiten. So wie Chef. Der ist bestens in Form. Ganz gut. Und das Springen macht ihm sichtlich Spaß. So, machen wir mal einen kleinen Ochser. Ja. Die Hürden werden immer höher. Mal gucken, wie weit er sich noch steigern kann. Respekt. Super. Rainer legt noch einen drauf. Auch Pferde wachsen mit ihren Aufgaben. Oh. Gut so. Gut. Prima. Hundesprechstunde. Was machst du? Fahrradfahren mit dem Hund? Viel oder was? Nee, joggen. Der hat ja Muskeln, das ist ja unglaublich. Der sieht doch echt aus, als wenn er aus dem Fitnessschuppen kommt. Oben links. Dann werden wir ihn die Füße machen, dann kann er wieder toll laufen. Aber ich habe lange nicht so einen Muskelprotz von Jack Russell gesehen. Unglaublich. Ein bisschen mal, wenn du jetzt mit ihm am Joggen bist. Ja. Und er tippst mal mit einem Bein hinten. Genau. Das tust genau du, hinten dann, ist das rechte. Dann tust du hier runter den Daumen unter diesem Paket. Ja. Drückst tief rein und streichst mich so und streichst einfach mit dem Finger hier rüber. Ja.
So, und dann machst du diese kleinen Unebenheiten wieder sauber. Ich hatte schon bei vielen Jack Russells gesehen, dass die immer eine Pfote immer schonen oder irgendwas. Aber ihr müsst immer aufpassen, Jack Russell, das ist nämlich ein Problem. Die sind nicht einfach Hunde, die sind mit Abitur auf die Welt gekommen. Wenn du einen Jack Russell krank hast und er hebt das Bein und du nimmst ihn nur einmal auf den Arm, der braucht dich nur zu sehen, der will auf den Arm. Das ist der größte Simulant unter allen Hunden. Also. Und wenn du einen Hund hast, der das Bein hochhebt, sofort die Peitsche und einmal eine geben, lässt das Bein ewig unten, weil er weiß, was ihn durchschaut. Aber der simuliert. Und dann hebt wieder Dalvea, den schönen Hund. Sehr schön. Und was fehlt diesem Model? Ich habe ein Fotoshooting mit so einem Profi-Fotografen und da hat er dann voll eine auf dicke Hose gemacht und hat sich dabei wohl den Hinterlauf verknackst. Oh je. Oben links, Schätzelein, schwebe dahin. Hat wohl ein bisschen dick aufgetragen. Ach, hört so, ich setze die Brille jetzt wieder auf, pass auf. So, der Hund ist schnarcht. Und dann wollen wir ihn leichter machen. Weil diese so wenig Nase haben und die Nasenscheidewand so ein bisschen eng ist, geben wir ihm Brionia. Brionia, gut verträglich, ein morgens, ein abends, löst den Schleim. Und wenn er dann abrustet, kommen die Placken ein bisschen mehr. Und dann hat er dieses ewige Schnarchen nicht so. Ja. Weil wir wissen alle, wenn man keine Puste hat, das ist nicht so angenehm. Ja. Du bist aber ein witziger Hund. Witzig? Sehr komisch. Hinten rechts ist extrem. Setzt da kaum noch auf. Da gehen wir gleich zuletzt bei. Hinstellen, Lissi. Oh, Schätzelein. Da kostet Geld. Kreuzbandriss. Der ist einfach weg. Nee, jetzt haben wir ihm das Leben ein bisschen leichter gemacht. Aber da musst du mit hin und das musst du machen lassen. Das ist ja nicht so schön. Verdammte Scheiße. Hier mal im Hinsetzen. Jetzt machen wir ganz einfach für die Hundeeltern den Test. Wir nehmen das Hinterbein und stellen den Hund jetzt einfach hier hin. Und da bleibt er einfach so lange drauf stehen. Hier auch. Ja. Seht ihr das? Er bleibt auf dem Fußrücken. Das bedeutet, hier setzen sich der Wirbelkanal, der setzt sich da oben dicht. Das ist der Test für so einen Hund. So, ob der einen Wirbel mehr hat oder nicht, das ist für mich gar nicht so relevant. Jetzt halten wir den vorne eben fest, dass er nicht beißen kann. Wir machen ihm die Füße und alles eben klar und versuchen jetzt, diesen kleinen Racker wieder aufzumöbeln. Aber wir müssen immer daran denken, der Wirbelkanal geht dicht und irgendwo einen kleinen Schaden wird Lassie behalten. Und wenn Lassie das Ding dicht hat, wie alt ist sie jetzt? Er wird im September 8. Ja, und wenn du sowas operieren lässt bei so einem kleinen Hund, da geht in die Tausende rein. Das muss man sehen. Wenn du einen dicken Sparschrumpf hast oder Oma, denn hier, nicht, dass du Oma verkaufen sollst, aber Oma Rente, nicht? So, und jetzt vorne eben, auf die Seite. Jetzt wollen wir eben mal sehen, dass wir... So. So ein kleiner Terrier und so große Probleme beim Laufen. Was für ein Auto habt ihr? Renault. Ja, das sehe ich nicht so doll. Passt schon. So, einmal hinstellen. Hier mal laufen lassen. Komm hier mal her. Hier mal so unten nehmen, dass er uns nicht runterspringt. Eben ganz locker laufen lassen. Der Wirbelkanal setzt sich dicht. Wir müssen so ein bisschen Vitamin B dazugeben und alles. Aber ist, wenn sie kernig genug sind, diese können ja 16 Jahre werden. Das ist ja eine sehr langlebige Rasse. So, kleiner Sportsfreund, zeig mal, was jetzt geht. Oh nein, das gibt's doch nicht. Das ist tausendmal besser als vorher. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ach ja, auf jeden Fall. Das hat man so stachsig und unsicher lief der schon immer, auch wie er jung war. Das ist eben, weil er noch zusätzliche Behinderung hat. Für den Laien zwar nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber wenn Herrchen und Frauchen so begeistert sind, oh nee, was kann der besser laufen? Konnte der Knochenbrecher offenbar helfen. Mal sehen, was er in Sachen Eulenhäuschen noch beizutragen hat. Außer guten Ratschlägen. Wo klappt?
Geht das? Da ist ein Baukasten. Das ist auch hervorragend da oben, oder? Kann die Eule da auch jetzt gut rein? Habt ihr da ein Brett hingetan, dass da... Der kann auf ein Brett locken und kann das sowieso nicht starten. Wenn der nur alle Jahre nicht besetzt worden ist, dann muss ich den Baum richtig in Spitze inbauen. Ich weiß nicht, wie das geht. Bezahlt wird es, wenn die Eule drin wohnt. Gut, nehme ich an. Klare Worte. Man muss es schon mit eigenen Augen sehen, um zu glauben, was in Ostfriesland alles möglich ist. Nein, bei dieser Veranstaltung handelt es sich nicht um einen spontanen Faschings-Flashmob. Vielmehr treffen hier in Greetsiel heute Menschen aufeinander, die vorhaben, sich freiwillig im Watt zu wälzen. Dieses Spektakel will sich der XXL-Ostfriese nicht entgehen lassen. Ob er, Menno und Fredi sich zum Wettbewerb angemeldet haben? Nein, leider nicht. Man verfolgt den Rummel lieber von der sicheren Tribüne aus. Erst einmal wird den Zuschauern lautstark eingeheizt. Ist nämlich ziemlich kühl heute. Ich darf Sie bitten, hier vorne diese gelb markierte Linie so ein bisschen freizuhalten. Denn dort kommen jetzt die Wattläden einmarschiert über den Deich, hier in die Wattarena in Oblevert. Aus Dänemark, Danish, Vikings. Dahinter das Team Frankreich. Dann haben wir die Südtiroler, Türkei aus Südtirol. Wir haben dann dabei die Bürgermeister der Region hier aus dem Landkreis Aurich, das Team aus Brunsbüttel, den FC Vatikan, das Team Kartbahn Brokmala. Germany's Next Superheroes, die Daltons aus Aurich mit dabei. Wir haben das Team Rathaus aus der Gemeinde Krümmern aus Pevsum. Zum Auftakt gibt's ein Fußballspiel im Schlick. Das dürfte eine ziemlich schmutzige Begegnung werden. Auf dem Hankenhof herrscht vergleichsweise gespenstische Ruhe. Warum hoch das Bäumchen? Tierarzt Jörg ist zur Wundbehandlung gekommen. Der Huf, mit dem die Stute in einen rostigen Nagel getreten ist, muss täglich neu verbunden werden. Mal sehen, ob die Heilung voranschreitet. Das ist aber schön zurückgegangen, die Schwellung. Da. Ja, und auch hier das Loch in der Sohle. Finde ich, haben wir das gut gekriegt. Vor allem hier auch das Loch, das ist ganz trocken und gut. Gucken, dass sie sich nicht hier rüberfallen lässt. Hier, ne? Das ist der alte Stichkanal. Das ist also super trocken hier. Ja. Ich mache jetzt noch ein bisschen austrocknende Salbe drauf und dann müssen wir noch ein bisschen unter Verband lassen alles. Ist natürlich noch weich hier. Ja, nun, das ist klar. Aber man merkt auch, sie zieht nicht mehr so weg. Ne? Das kommt natürlich, weil Becky so professionell festhält. Logisch. Aber auch, weil es nicht mehr so weh tut. Kommt eins zum anderen, ne? So wie es aussieht, ist die Gefahr einer Entzündung gebannt. Kopf und noch, ne? Glücklicherweise hat der Nagel den Huf nur außen durchbohrt. Da steht aber echt lieb, was? Macht sich aber trotzdem ganz schön schwer. Ja, genau. Ja, Becky hat ja ein Frühstücksei gehabt. Nee, eben ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Kein Frühstücksei eben gehabt? Nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. So einmal. Aber Becky ist einfach, wenn die gebraucht wird, dann hat die Kraft wie ein Bär. Vor allem, wenn's um die Pferde geht. Oh, das ist aber jetzt schönes Arbeiten, Doc, ne? Ja, ist schön, da haben wir auch schon gelernt, oder? Von wegen immer schnell wieder aufsetzen. Mhm. Kennen wir auch anders. Wahrscheinlich weiß die Stute mittlerweile, dass ihr geholfen wird. Der Fuß rutscht. Geht nur? Ich wollte noch ein bisschen Silbermetallic drüber machen. Silbermetallic? Mhm. Alles sicher abdichten, damit sich nicht doch noch zu guter Letzt Bakterien einschleichen. Hey, lass mich so nach hinten hinfallen. Jetzt, wo man die Wunde so prima unter Kontrolle hat. Ups. Ja. Natürlich auch gerne. Ne? So, pushen ist fertig. Absetzen bitte, Lady. Bist du im Auge behalten, ne? Aber wir sind drei Viertel über den Berg. Echt? Das ist doch klasse, oder? Wirklich klasse. Das hätte nämlich auch viel schlechter ausgehen können. So, ne? Ich würde jetzt sagen, wir eröffnen das erste Spiel. Tam, hast du ein Mikro?
Gebt aber mal Rico rüber und der Kantor mal gleich das Go geben und dann schmeißen wir den ersten Ball ins Watt und die Athleten schmeißen sich hinterher. Ja, erstmal. Nee, der ist so wie Rotmarkt hier. Wo ist? Mach an. Druck. Also mit Mikros hat's der XXL Ostfriese nicht so. Ja, wir mehr. Wir haben noch mal kurz das Mikro. Eins Kabel dran. Unser XXL Ostfriese heute hier. Tamahanken. Hallo? Jetzt hallo? Ich stelle mir mal das Ding ab. Achtung! Ich zähle rückwärts und dann hätte das Go. Ihr Sportler des Nordens, jetzt wollen wir sehen, was kommt. 3, 2, 1, Go! Und der Ball fliegt. Bei Rollen kann er nicht. Also, meine Damen und Herren, wir sind jetzt mit dabei beim ersten Fußballspiel hier in der Watt Arena. Auf Oblevad am Trockenstrand. Schauen Sie sich dieses Spiel an, meine Damen und Herren. Flugkopfball zählt heute dreifach, Fallrückzieher doppelt. Man muss sich erstmal an das schwere Geläuf gewöhnen. Und jetzt eine Riesenchance, eine Glanzparade. Eine Glanzparade. Glanzparade von Borat. Aber dieser Ball war eindeutig noch vor der Linie. In diesem Spiel offenbart sich der ursprüngliche Sinn des Begriffs Schlammschlacht. Oh, Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr. Das war knapp vorbei. Oh, da geht er durch hier. Da ist nochmal der Angriff und oh, wieder abgefangen von Borat. Das ist der Ball. Das klingt an, ist nur nicht das ist, oh. Die Spieler zeigen vollen Körpereinsatz. Er hat seinen Helm verloren. Und er kämpft sich auf der Torlinie. Und? Glanzparade. Nein, der ist nicht drin. Auf der Nein, Linie ist nicht drin. Der ist 3 Meter im Watt, aber der ist nicht drin. Mindestens. Der ist nicht drin. Und das war der Schlusspfiff. 0-0 trennen sich dann die Glorreichen. Jetzt wird's nicht nur watschig, jetzt ist auch noch schön hier im Watt, meine Damen und Herren. Fußball ist hier bei weitem nicht die einzige Disziplin, die dargeboten wird. Am Start stehen auch noch die Staffelläufer. Und als besonderes Bonbon liefern sich die Schlickschlittenfahrer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein Megaspaß für Teilnehmer und Zuschauer. 2600 Euro. Egal wer, wann und wie ins Ziel kommt. Am Ende sind alle verdreckt, aber glücklich. Ein guter Tag beginnt. So, Kinder, ran am Tisch. Mit einem anständigen Frühstück. Alte Ostfriesenregel. Wieso wartest du nicht, eben bis alle sitzen? Ich kann ja 10-mal sagen, ich bin auf Tour, ich muss Geld verdienen. Du bist heute nicht auf Tour. Und bei euch kommt keiner. Hallo? Jetzt sehe keinen Müll. Ich war schon auf Tour. Ich war schon fleißig. Was hast du gemacht? Was für eine Frage. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Was der XXL Ostfriese nicht mit eigenen Augen sieht. Hier im Sitten, oder da. Dicht daran, das ist die neue Wurst. Glaubt er auch nicht. Einmal den Salzstreuer, bitte. Ja, schmeckt dir oder schmeckt dir nicht? Schmeckt gut, ne? Also die ist echt unerreicht. Und das bleibt auch bis zur letzten Scheibe, auch wenn es jetzt 3 Tage später, ne? Am dritten Tag oder so hast, genauso frisch. Das ist nur Pressfleisch. 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 Gut, dass es wenigstens im Stall was Frisches gibt. Ja, und die ganze Brennholz. Ihr könnt einen Haufen Brennholz zusammenlaufen, rund ums Haus. Ich gehe gleich hier mit dir einmal rum. Alles, was nichts mehr ist, kann hier... Musst du euch jetzt nicht helfen, nicht? Sie nicht. Nee. Ihr könnt die beiden. Hier sieht es ums Haus so wie... Ja, dann sagen nee, wir machen hier die Pferde jetzt. Die holt man hier sofort rein, die Pferde. Die nehmen wir am Kopf eben, genau. Aufgaben klar verteilt. Dann kann's ja losgehen. Bettenwechsel sozusagen.
Die einen kommen wieder rein, die anderen beziehen die Weide. Von unserem eigenen Hengst, ein wirklich spitzen Typ. Logisch. So, komm her, komm mit Mama. Lauf weiter, junge Frau, lauf weiter. Der kommt schon. Bist du soweit? Ja. Ich auch. Endlich mal wieder richtig austoben. Vorsicht! Geh mal aus der Ecke, bitte. Sie sucht gleich die Fohlen wieder. Jetzt müssen sie nämlich, die Mütter kennen das noch nicht, die müssen jetzt erst ihre Fohlen suchen. Hast du noch ein paar Alfter? Nee. Und das mal eins zum Untersuchen. Ja, gut. Der Grund, warum der Chef es heute Morgen so eilig hat, er will noch auf große Fahrt. Richtung Bayern. Und vorher muss eben noch einiges erledigt werden. Guten Morgen. Na? Du Süßer. Zum Beispiel Tschüss sagen. Tränkebecken sauber. Und so fein haben die dich hier in der Box mit so viel dickem Heu. Du, die sind ja alle lieb zu dir, oder? Sind ja alle lieb zu dir. Da kann man doch beruhigt wegfahren, ohne Angst zu haben, dass der Schatz verhungert. Du bist die Beste, ne? Kriegt man nicht. Das ist alles so lecker. Du kriegst als Einzigste wieder Schleckereien hier, ne? Joa. Als Einzigste wie Schleckereien. Und du mein Schatz bist, ne? Kriegst du die in Hengstfohlen. Dann haben wir wieder einen kleinen Abend von dir, ne? So. Ich will los, Schätzelein. Also dann. Mach's gut, Jumper. Und nicht traurig sein. Papa ist ja nur ein paar Tage weg. Und wer weiß, vielleicht bringt er dir ja was Hübsches mit. Auf jeden Fall will er sich in Bayern Kaltblüter anschauen. Und er will seinen Geburtstag bei Freund Thomas in Bad Reichenhall feiern. Deshalb kommt auch Carmen mit. Bist du schon drin? So, ein Zigarre. Was denkst du denn? Lass das stehen. Komm, nicht mit sowas spielen, was gesondert schädlich ist. Wie das Auto aussieht, das ist ja ein Sauhaufen hier. Bah. Dafür nehme ich auch eine frische. Hallo, ich steig hier auf. Du musst ihnen sagen, dass du mich besonders lieb hast. Ja, aber nur, wenn die Zigarre auslässt. Ja, die ist ja noch aus. Die mache ich mir an, wenn das Auto fährt. Komm, gib mir das. Ich mag diese Stinkerei nicht. Ich krieg da keine Luft. Und krieg wieder Schnappatmung. Soll ich dir was? So, Schätzelein, jetzt geht's besser, oder? Was hast du heute gemacht? Ich habe den ganzen Tag nicht gesehen. Gearbeitet. Du siehst so erholt aus und alles. Ein klein wenig bitte Fenster öffnen. 2 Kilometer stockender Verkehr. Bitte. Hallo. Falsche Seite. Tamme. Na, das fängt ja gut an. Du hast überhaupt noch nicht einmal was Liebes zu mir gesagt. Ja, wenn du mich nur ärgerst, wie soll ich wohl Liebes sagen dann? Sag mal. Ich hab dich lieb, wenn du das Fenster aufmachst. Bitte. Du musst hier runter. Ich weiß, mein Schatz. Ich wollte dich nur geleiten, damit du dich nicht verfährst. Schätze. So lieb bin ich. Hier runter oder links abbiegen? Hier rechts, wieder rechts. Du schaffst es, sehr schwer. Bleibt zu hoffen, dass Carmen und Tamme sich auf dem richtigen Pfad bewegen und den Weg nach Bayern finden. In der Zwischenzeit hat Becky sich ein Herz gefasst und sich eine nette Überraschung für Jumper ausgedacht. Der französische Hengst soll ja nicht in Depressionen verfallen, weil sein Papa weg ist. Deshalb hat sie eine Herde hübscher Damen zusammengetrommelt, die sich um das leibliche und seelische Wohl des Schimmels kümmern sollen. Das ruft natürlich neidische Blicke unter den anderen Mitbewohnern des Hankenhofs hervor. Dieses verwöhnte französische Kaltblut immer eine Nasenlänge voraus. Ein bisschen Scham versprühen und alle reißen sich darum, ihm die beste Pflege der Welt angedeihen zu lassen. Frechheit.
Irgendwie haben die beiden die 6 Stunden Fahrt überstanden. Fragt sich nur, ob sie sich noch in Sachen Fenster einig geworden sind. Kannst du jetzt das Fenster aufmachen? Sie müssen es mehr Zumba machen, 2-mal die Woche, dass das Gehirn mehr belüftet. Offenbar nicht. Aber jetzt gibt es ja Hoffnung auf frische Luft, denn man befindet sich offensichtlich bereits in Bayern. Erstes Ziel der Reise, ein Besuch bei einem Bekannten, der sich auf die Zucht von Kaltblütern spezialisiert hat. Ob die wohl mit Jumper mithalten können? Also größenmäßig schon mal nicht. Hallo. Grüß Jana. Moin. Wo gehst denn? Hallo. Grüß Jana. Komm mal. Schelli, grüß Jana. Ja. Ja, den Mann kennen wir besser. Das sehen wir mal. Die Frauen sind zu Hause, gell? Das meistens ja, ja. Meistens, in der Regel ist das so, ne? Ja, in der Regel ist es so. Ist und nun waren wir gerade im Dreh und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir dann wenigstens noch mal ein paar ordentliche Kaltblüter bekommen. Genau. Die schön. Männer kommen gleich, gell? Super. Das ist in Ordnung. Sollen wir was zum Trinken bringen? Bierchen? Ja, was mögen wir denn nehmen? Irgendwie was Kühles kann ja nie schaden, ne? Ein Wasser oder ja. Limonade oder. Bring mal was raus, gell? Das ist eine kluge Entscheidung. Bier ist scheinbar nicht im Angebot. Ja, man merkt, der Chef ist auch eine besondere Gewichtsklasse. Jemand lieber ein Bier? Nö, jetzt ist es zu spät. Doch, ich denke, wir bleiben beim Limonade oder bei Wasser, das ist ebenso gut, ne? Schauen, gell? Ist eh zu warm für Alkohol. Die Sonne in Bayern, die hat Kraft. Ja, ja, siehst du. Okay, Zun auf bei uns. Lange nicht gesehen. Grüß dich, aber gleich wieder erkannt. Servus. Ja, super. Meine Frau. Schön, dass du da jetzt. Oh ja, ihr kennt euch ja auch, nicht? Vom Beschleunigung her. Eine stabile Bank hast. Ja. Ja. Man merkt, dass das der Chef ist. Wir haben aber schon gekauft, bevor wir gewusst haben, dass du gibst. Die war schon da. Ja, bei so gewichtigen Personen musst du auch besonders Möbel, ja. Passt ja her, ja, ne? Vor allem, ja, sitzt man meistens mit mehreren da und nicht allein. Dann würde ich sagen, lass uns mal einen kleinen Gang machen. Auf zur Kaltblutschau. Mal sehen, was die Bayern zu bieten haben. Bestimmt kein Vergleich zu Jumper. Der darf sich jetzt auf eine Deluxe-Wellness-Behandlung freuen. Gefühlt 20 Mädchenhände nehmen sich seiner Fellpflege an. Mähne erstmal im Auslassen, genauso wie den Schweif. Das machen wir nämlich zum Schluss. Läuft alles nach einem speziellen Plan. Und ja, hinten die Krippe nicht vergessen, ne? Bloß nicht. So, Tür bitte zu. Unbedingt. Der Hengst soll sich ja nicht erkälten. Er ist doch so sensibel. Das Ding hier dann rein. Ja, merke ich. Ich brauche noch nicht duschen. Ich gehe heute Abend erst duschen. Eine komplette Rundumbehandlung mit allen Schikanen. Wahnsinn. Dagegen haben es die Bayern jetzt schwer. Die Kaltblüter sind ebenfalls stattlich, aber gegen den weißen Riesen aus Frankreich kommt hier keiner an. Obwohl sie sich alle Mühe geben, Eindruck zu schinden und sogar die ein oder andere Auszeichnung gewonnen haben. Dieser Hengst von dir ist die Bundesliga-Stütten, die Euphoria. Mhm. Das ist ein tolles Pferd, ja. Aber du hast ja Pferde genug, sehe ich. Hier gucken sie ja überall. Ja. Das ist eine, die ist, ja, die war 2001. Landessiegerstätten in Bayern. Das ist ein richtiger Rössel. Das ist schon, wie ist der? Der hat 7 Wochen. Das ist ein Mordbracke. Und geht von der Grippe. Ja, hat er Gang dran. Ja, der hat so richtig. Das mit den ersten. Ein Kerning-Burschen, ne? Ja. Kernig schon, aber nicht so hübsch wie Jumpers Fohlen. Und dies ist jetzt ein aktueller Deckhengst. Toller Typ. Was bei dir? Erstens das. Und zweitens, so wie das ausschaut, vererbt er den Typ weiter. Und wenn er den Charakter, den er hat, weiter vererbt, dann sind wir wirklich zufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Weil auch beim Decken, den du hast raus, der ist nicht hengstig, gar nichts. Und das ist jetzt gerade bei jungen Sturten, die das erste Mal zum Decken da sind oder was, ganz wichtig, dass der Hengst einfach anständig ist. Und nicht, wenn du einen hast, der wohnen ausblurrt und schreit wie der Teufel, da möchte nicht die Lust direkt Panik kriegen. Und das tue ich nicht. Na, Tamme, ganz schön beeindruckende Kaliber. Da ist auch noch eine ganze Reihe.
Drei, vier, die Siegelstürten ohne Ende. Aber Hand aufs Herz. Das ist jetzt die Gruppe Jugend forscht. Kein Vergleich zu Jumper. Das französische Kaltblut ist einfach unschlagbar. Auch wenn diese Zucht ausgesprochen hübsch anzusehen ist. Der Hengst ist immer noch völlig beseelt von der Ganzkörpermassage. Das war aber auch herrlich. Überall wurde gekribbelt und gekrabbelt. Da möchte man sich vor Freude doch glatt hinwerfen. Tja, so schnell geht das mit dem Grauschleier. Aber was kümmert es einen Schimmel, wie weiß er ist? Wenn ihn die Glücksgefühle übermannen, ist alles andere egal. Auf die inneren Werte kommt es an. Und vielleicht steckt hinter der ganzen Aktion sogar ein heimlicher Plan. Je schmutziger er sich macht, desto größer die Chance, dass die Mädchen ihn ein weiteres Mal unter ihre Fittiche nehmen. Ja, Jumper, gib alles. Der Neid deiner Mitbewohner ist dir sicher. Wer kann schon von sich behaupten, so im Mittelpunkt zu stehen? Nur, wo sind eigentlich die ganzen Mädels geblieben? Ist ja schön, dass alle so beeindruckt sind, aber eigentlich sollten doch die Damen der Wellnessabteilung dem Spektakel beiwohnen. Keine in Sicht. Zurück in Bayern. So, jetzt gibt es noch eine Extra-Vorstellung für die Gäste aus Ostfriesland. Ah, dann bleiben wir hier mal zur Seite stehen. Besser ist es. Schön so ein Stand, ne? Nicht, dass man noch einen abkriegt. Aber decken lässt sie nicht in dem Stand, oder? Nee. Doch, auch? Man sieht, auch bayerische Hengste sind zärtlich. Eine kurze Einstimmung, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Los, ein Rumpel. Wird sicher ein hübsches Fohlen, aber ob es mit Tüttis Hanna mithalten kann? Aber nicht schlecht, wenn sie da vorne, so vorne da nicht durch können, ist auch schön, nicht? Ja, ich kenne das ja bei uns, die schieben uns auch über die Diele. Der Deckstand für die Stute findet offenbar großen Anklang beim XXL Ostfriesen. Sollten die Bayern in diesem Punkt tatsächlich vorn liegen? Naja, ist ja schnell gebaut. Kurz Maß nehmen, Daten merken und dann einfach in Filsum nachbauen. Die Show ist vorbei. Siegerstute, Siegerhengst, Siegerfohlen. Wenn's ums Angeben geht, stehen die Bayern den Ostfriesen jedenfalls in nichts nach. In Filsum kümmert sich die Hanken-Crew um Hof und Tiere. Auch Bürokraft Tatjana zieht es vor, ihre Arbeitszeit im Freien zu verbringen. Pferdepflegerin Becky versorgt die Stubenhocker. Einer muss sich ja opfern, auch wenn draußen die Sonne lacht. Auf einem Gelände wie dem Hankenhof gibt es an allen Ecken und Enden etwas zu tun. Und wie man sieht, läuft's auch rund, wenn Chef und Chefin nicht vor Ort sind. Tamme und Carmen sind inzwischen schon wieder unterwegs, Richtung Bad Reichenhall, wo sie Freund Thomas besuchen wollen. Aber vorher muss der XXL Ostfriese noch ein paar Termine wahrnehmen. Auch bayerische Pferde haben Rückenprobleme und der Beruf, oder besser gesagt die Berufung zum Knochenbrecher, ist hier noch weniger verbreitet als in Ostfriesland. Moin, mein Name. Hallo, grüß dich. Hast du eine große Reise gehabt, hä? Ja, oh Gott. Hi, servus. 14 Kilometer. Morgen. Ja. Der ist größer als ich. Ich hab's gedacht. Unerheblich. Unerheblich, ja. Hoffentlich von reden die paar Zentimeter. Das ist wahr. Was habt ihr denn für Sorgen? Wo habt ihr denn Probleme mit? Ist das der erste schon? Das ist der erste von der Mir. Das ist ihr Pony.
mit dem reitet sie so kleine Turniere, hat eigentlich jetzt keine großen Sorgen. Sorgen, ja doch, vorne raus kommt er mir nicht so richtig. Wie alt ist er? Er ist jetzt 12. Und grüß dich, Anja, hallo. Grüß dich. Guten Morgen, sehr. Hey. Hi, moin. Ja, ich bin so unauffällig, ich weiß. Dann lauf doch eben einmal in Schritt hoch und gerade wieder zurück. Und zurück. Alles nicht so einfach. Vor allem, wenn man bis dato noch kein kühlendes Bier hatte. Aber das scheint heute irgendwie nicht im Angebot zu sein. Ärgerlich. So, wie heißt dein Pony denn? Geronimo. Cooler Name. Die Eltern waren bestimmt Indianer. Der Rücken scheint soweit in Ordnung zu sein. So, jetzt schauen wir mal ins Maul rein. Okay. Du bist die zukünftige kleine Reiterin, du musst es sehen. Willst du hier rumkommen und ihm ins Maul schauen? Das siehst du da drin. Alles rot voller Blasen. Da rein, guck. Pass auf. Hast du es gesehen? Erzähl. Im Maul? Alles rot voller Blasen. Das kommt gleich von der Trense. Okay. Origan-Gebiss. Zeig's dir gleich mal. Soll ich den Sattel schon drauflegen? Ja, der kann das. Und dein Pony will nicht so gut an der Hand liegen? Geht immer mit dem Kopf hoch? Sag's ihm ruhig. Stimmt schon. Ja. Das liegt an der Allergie. So, und jetzt wollen wir gucken. Ich habe dich ja noch nie reiten gesehen. Aber wieso hast du immer die Beine so weit vorne beim Reiten? Stimmt das? Weißt du, wo denn das liegt? Weil der Sattel hinten zu tief ist. Vorne passt er wunderbar, hinten muss ein Keilkissen runter. Und wenn der hinten höher kommt, der Sattel, dann sitzt du ganz korrekt auf dem Pferd und brauchst dann nichts mehr denken, weil deine Beine dann automatisch dort hängen, wo sie sein sollen, an den Hilfen. Also hier muss ein Keilkissen drunter, sonst kriegt sie einen Knick im Sakral, im Becken. Ja. Das bedeutet, sie hat immer die Beine zu weit vorne. Okay. Den habe ich mitbekommen, aber mir kommt vor, der ist zu eng vorne, zu tief vorne. Wenn schon ein Fachmann vor Ort ist, führt man am besten gleich alles vor. Hey, diesen würden wir noch alles so gelten lassen. Dies ist auch so ein bisschen knapp, aber wichtig ist, der muss auch ein dickes Keilkissen haben. Okay. Also nach meinem Ermessen, wir können beide Sättel benutzen. Wo ich ehrlich bin, ich ziehe den anderen etwas vor. Ja. Mhm. Nee? Wo kommen die Blasen jetzt her? Ist das das einzige Gebiss, was drauf kommt? Er ist ganz frisch aufgeblüht im Maul und da müssen wir gucken, wo dann das liegt. So, wie alt ist dieses Teil schon? Das ist auch schon über die Uhr. Siehst du die schwarzen Stellen hier? Ja. Da ist Edelstahl weg. Okay. Und wenn sie jetzt mit Spucke und das rangeht, dann haben wir das Problem, dass Nickel durchkommt. Okay. Nickel hast du nachher Pferd im Stall, die stehen immer mit dem Kopf so da. Okay. Oder fangen mit der Lippe an zu flämen, weil Nickel wandert zum Hirn. Aha. Und das andere, was wir sehen, sind diese Gebisse, die er nicht abkann. Aha. Das ist das, oder? Jetzt wollen wir einen guten Handwerker. Dies lasse ich ja noch Geld. Ja. Ich meine, er hat eine Allergie drauf, kann er nicht gebrauchen, davon abgesehen, aber als Legierung. Aber Kupfer und Edelstahl, das ist hier Kupferbasis, Aurigan- und Argentan-Geschichte. Ja. So ein Gebiss mit einem Edelstahlring ist ganz hoch bedenklich, weil es anfängt zu oxidieren. Es ist einfach so, es sieht toll aus. Dieses Gebiss wird nicht nur gemacht, dass das Pferd durch. Er kaut ja besser drauf, weil er süßlich ist im Geschmack. Mhm. Aber wir haben die roten Stippen schon alle im Maul. Der reißt dir immer die Birne wieder hoch. Er ist ganz sensibel im Maul. Also dieses Pferd muss mit einem neuen Edelstahlgebiss geritten werden. Mhm. Doppelt gebrochen, 13,5, 18 dick. Und dann immer einen halben Apfel durchschneiden. Ja, und dieser halbe Apfel nimmt sofort die Schmerzen von diesen Blasen runter. Okay, und dann kann die kleine Maus dem Pferd einen halben Apfel geben. Eins ist sie selber. Dann, wenn das Pferd kaut, machst du den Sattel drauf
mit Keilkissen. Und dann machst du erst die Trense dicht. Und dann gibst du Gas. Warum würdest du so ein dickes Gebiss nehmen für den kleinen Knopfi? Für den kleinen Knopfi? Ja, ich nehme lieber also ein relativ 16er. Dünnes 16er oder so. Weil er bereit dort alle schöner, ganz feine Hand. Weil er dort schöner drauf. Meinst du schon, ja? Ja. Okay. Wir müssen sehen, die Kiddies, die sollen noch gar nicht zu viel Einwirkung in dem Moment kriegen. Das Pferd soll ein liebliches Gebiss haben. Und wenn wir mit diesen, die sind schon kantige Gebisse, die auch eine Spur hinterlassen, wenn er mal richtig einen auf den Zahn kriegt, nicht? So, dann gucken wir jetzt einfach mal nach hinten hin. Wie steht das Hinterbein? Wie steht das? Carmen, du musst Pferd festhalten nehmen. Und alle mal nach hinten und Pferdern gucken. Alle mal nach hinten und ja, wir müssen hier Fehler suchen. Diese kleinen Mädels müssen hier gleich getrimmt werden. So. Jetzt sehen wir, es soll sein. Sitzbein, Sprunggelenk, Fesselträger, eine gerade. Jetzt steht er dort x-beinig drauf und das Bein tut ihm am meisten weh. Das kippt er jetzt nach außen hin. Er kippt es warum nach außen? Weil er es entlasten will, bei Gewichtaufnahme. Also tun wir ihm doch den Gefallen und schneiden beide Hufe außen kürzer. Und in dem Moment stellen wir das Pferd fest, fastbeinig und gerade im Gang. Dann haben wir ein Viertel mehr Schwung. Er kriegt 25% mehr Gas. Und auf der rechten Hand hat er seine Probleme beim Umspringen. Ja, er springt doch nicht richtig durch im Galopp. Kann er so nicht, weil er immer weg auf die 12 kriegt. Okay. So, also so forsten wir die Pferde durch. Ich kann euch ja nur das Pferd gerade biegen, wie hier so ein versprungener Fesselträger. Und ein Sakralgelenk. Aber die Ursachen müssen wir dann bei den Ohren kriegen, ne? Ja. Der Knochenbrecher hat immer das gesamte Pferd im Auge. Brav, du bist ein Braven. Oft erzeugt ein kleines Problem eine Reihe von Folgeschäden. So, volle Fünfe. Auch in Ostfriesland lacht die Sonne. Tatjana hat sich mit ihrem Ziehsohn Willi einen kleinen Ausflug in die Nachbarschaft gegönnt. Der Schafbock soll neue Bekanntschaften machen. Die sind aber ein Kaliber größer wie du, wa? Na, interessiert? So, guck dir mal an. Noch ein bisschen klein, der Fremdling. Erst mal riechen, ist das überhaupt einer von uns? Man ist sich nicht sicher. Gruppenanalyse. Sie hat vor nichts Angst. Sie hat vor Schafen keine Angst, der hat vor Pferde keine Angst, vor Hunde nicht. Der ist so cool drauf. Er schon, aber die anderen offenbar nicht. Der ist viel kleiner wie ihr, du. Ihr seid hier Feiglinge. Kleiner schon, aber so schwarz. Zugegeben, wenn man Willi so sieht, würde er auch als Hund durchgehen. Aber dass die Artgenossen ihn nicht an seinem Geruch als einen der ihren identifiziert haben, ist schon seltsam. Egal, Willi interessiert sich sowieso nicht für die Jungs und Mädels auf der anderen Seite des Zauns. Er will lieber was erleben. In Bayern haben Carmen und Tamme ihr Domizil bei Thomas bezogen. Während Carmen noch auspackt, vergnügt sich ihr Göttergatte bereits im Biergarten. Und zwar richtig. Die gute Nachricht, neben hübschen Derns gibt's auch jede Menge Bier. Endlich! Kann man einen schöneren Feierabend haben? Fehlt nur noch ein bisschen Musik. Na bitte! Mitsingen könnte zwar schwierig werden, aber man kann sich ja auch mal bespaßen lassen. Ich schrei hoch, und 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 ich schrei ho
Ja, ich hab halt zwei coole schwarze Raben. Sind eingespannt in der Vierzeiling. Ja, auch die Bayern können feiern. Das konnte kein Mensch schon den Ton. Aber ich schreie sie, ich schreie so. Ja, ich schreie so, der Abend war noch lang, sehr lang. Aber der Terminplan des Knochenbrechers kennt keine Gnade. Und das, obwohl er heute Geburtstag hat. Doch wenn die Pflicht ruft, ist der XXL-Ostfriese eisern. Nicht unbedingt überpünktlich, aber prinzipiell zuverlässig. Und weil die Tage in Bayern gezählt sind, muss man sich seine Zeit gut einteilen. Viele Pferdebesitzer warten wochenlang auf einen Besuch des Knochenbrechers. Die Stimmung ist nach dieser kurzen Nacht ein wenig gedämpft. Die Gliedmaßen sind schwer und der Kopf brummt noch. Moin, mein Name. Franken, hallo. Hallo. Erst mal setzen. Dein Horn, Lilly, oder was? Aber die Rast ist nur kurz. So, was haben wir hier denn? Gute 6 Jahre alt. Ich bin Pferde A platziert. Und immer so, ja, eiert immer so ein bisschen auch am Anfang. Und geht nicht gerne ans Gebiss und so. Also ist einfach so ein bisschen, ja, manche sagen stutig, aber sehr zäh auch. Einmal das Schritt hoch und runter, dass ihr das mal seht, was mit dem linken Huf vorne passiert. Ein kleines Stützbier könnte jetzt die Rettung sein. Aber irgendwie ist in Bayern auch nichts mehr so, wie es mal war. Nicht mal ein Wasser haben die hier. Dreht nach außen, ne? Und Höhe eben? Ein LKW mit großem Wendekreis. Ein Doppelschlag. Er tritt außen auf, so, und fällt nach unten. Der Huf muss außen etwas gekürzt werden. 2-3 mm. Okay. Dass er wieder plan auftritt. Du hast hier das Problem, du hast ein rotierendes Hufbein. Wenn der jetzt landet beim Springen, will er immer auf rechts landen, weil er den Druck besser verkraften kann. Das Hufbein kommt rein, von oben. Ja. Jetzt steht der Huf auf der Außenkante, ja, hoch. Und in dem Moment, wo es in die Feinkapillarität reindringt, dreht der mit einem kurzen Schlag drüber. Und dann kriegst du diese ganzen Blutgefäße, die zerdrücken, die platzen. Du kriegst eine Hufrolle. Der müsste eigentlich gar nicht nach außen gucken mit dem Huf. Der sollte ein bisschen planer machen, ein bisschen wieder nach innen reinholen. Denn dieses vom Schmied gemacht, diese Stellung, nicht vom Pferd, wie es Haus aus hat. Okay. Dann kann der Schmied es ja auch wieder richten. Und er muss ja, wenn ihr da, du springst, damit gehe ich. Ja. Nicht? Ja. Für Springpferde ist ein korrekter Hufbeschlag natürlich besonders wichtig. Von wegen Stoßdämpfer und so. So, ist gut. Wenn's ums Pferd geht, gilt beim Knochenbrecher absolute Sorgfaltspflicht. Jedes Gelenk, jeder Wirbel wird nacheinander überprüft. Im Fuß. Da mach ganz Theater. So, den wollte ich haben. Viele Probleme kann er nicht sehen, sondern nur ertasten. Oder er klärt sie ab, indem er prüft, ob's knackt. Und es knackt fast immer. Also wenn du das vorne in den Griff kriegst, dürftest du deine Probleme ruckzuck behoben haben. Okay. Leichten Selenmangel. Bevor der Knochenbrecher Richtung Bayern aufgebrochen ist, hat er seiner Mannschaft eine ganze Liste von Aufgaben zurückgelassen. Beispielsweise soll Becky Willis Eltern Hermann und Marlene eine Wurmkur verabreichen. Leichter gesagt als getan. Auch Zwergschafe können ganz schön bockig sein. Hilfe muss her. Aber auch die scheitert an dem geschickten Hackenschlag der Fellknäule. Könnte ein Tagesprogramm werden. Darling,
Könnte auch gar nicht klappen, so gewieft wie die beiden sind. Damit der XXL-Ostfriese an seinem Geburtstag nicht nur Pferde einrenkt, hat sich Freund Thomas für den Nachmittag ein besonderes Ausflugsziel überlegt. Eines, das dem Knochenbrecher sicher sehr gefallen wird. Ein Brauereibesuch. Das ist doch mal eine Überraschung. Sieht alles sehr einladend aus. Köstliches, erfrischendes Bier. Da läuft einem ja das Wasser im Munde zusammen. Na, Tamme, jetzt ein Fläschchen in Ehren. Das wär's doch. Aber irgendwie bietet einem keiner eins an. Sind hier wohl alle zu beschäftigt, um mal kurz einen auszugeben. Also geht's erstmal woanders hin. In die alten Salinen. Das hat doch was, oder? Ist zumindest schön kühl. Aber irgendwie auch ganz schön eng. Offenbar muss man sich neuerdings in Bayern sein Bier ganz hart erarbeiten. Der wird immer niedriger. Sind ja auch viel kleiner, die Bayern. Der Hund, der diesen Tunnel gebaut hat, der war aber, der ist immer kleiner geworden zum Schluss. Schön. Nur, wo ist das Bier? Und wo der Ausgang? Wird kalt, ne? Kamen? Immerhin, der Knochenbrecher macht das Beste draus. Donnerlittchen. Und täuscht Interesse vor. Da kommen wir dann her. Jetzt ein Bierchen, nur ein ganz kleines. Und hier, dieses ist natürlich einmalig jetzt. Der Stollen ist für mich gut. Das Haus ist schon schön, aber was hier unten abspielt, ist ja atemberaubend. Diese ganzen Stollen und alles und diese kleinen Nischen und ja, alles. Du hättest schon Platz da unten. Es ist unglaublich. Unglaublich. Aber jetzt reicht's auch. Nichts wie raus. Aber wer geglaubt hat, über der Erde wartet ein frisches Blondes, wird wieder enttäuscht. Überall stellen sich Hindernisse in den Weg. Du, okay, kannst du mir mal schnell beim Sud aus einlassen, weil ich einen Schlüssel hin vergessen hab. Und ich hab ein paar Gäste da. Ja, gut. Ein Bier soll er lassen und schneiden. wir haben eigentlich ganz klassisches kaltes Gärverfahren, das heißt handwerklich noch. Wir haben keine Schneegärverfahren, wir brauchen halt so 4 bis 6 Wochen, bis das Bier fertig ist, je nach Biersorten. Also nichts. Also, es braucht seine Zeit. Aha. Bier braucht seine Zeit, weil es muss auch reifen, weil so schmeckt es nicht. Und Wurmkuren brauchen auch ihre Zeit. Die schmecken zwar nie, sind aber notwendig. So, Hermann, jetzt bist du fällig. Und Marlene gleich mit. Tja, Schnitzel, da ist der Knochenbrecher schon mal weg und man hat trotzdem keine Ruhe. Zack, Wurmkur rein, schlucken und fertig. Und deshalb so ein Theater? So, Hermann, einfach mitmachen, dann hat man's schneller hinter sich. Alles halb so wild. In Bayern geht's weiter, Trepp auf, Trepp ab. So viel ist der XXL-Ostfriese in den letzten 3 Monaten nicht gelaufen. Ich sag, der Kessel ist leer, das haben wir gestern Abend geschafft. Aber schön. Aber leer. Das gehört auch dazu, Mensch, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, ihr habt irgendwo einen Bottich rein mit der ganzen Geschichte, durch die Gerührten stehen lassen. Na, das ist das englische Verfahren. Also, wir haben ja das klassische nach dem Reinheitsgebot und da bedarf es mehr Arbeitsschritte, da ein Bier herzustellen, als wir. Wenn man haben wir auch nicht das Bier. Konventionell und handwerklich arbeitet. Kann man da hin, wo es hinkommt, zum Gern? Ja. Klar, nichts lieber als das. Irgendwie hat man sich die bayerische Gemütlichkeit anders vorgestellt. Mehr so wie gestern Abend. Aber nichts zu machen. Das Programm steht und man kommt aus der Nummer nicht raus. Vielleicht darf man ja am Ende doch mal probieren. Ein winziges Schlückchen wenigstens. Na, das ist ja schon mal was. Und gleich ein ganzes Becken voll. Da könnte man doch ein Gläschen abschöpfen. Hoffnung keimt auf.
Also so schaut es während dem Bier aus. Da spricht man von Jungbier. Das ist gerade am Gären, in der Hauptgärung. Und je besser das Bier gärt, umso besser ist diese Schaumdecke, sagt man Kreusendecke. Gärt noch, also weiter durch die Katakomben. Vielleicht kommt man ja auf Umwegen wieder in die Apfelhalle. Das Treppenlaufen habt ihr drauf, das merke ich wohl. Das kann man so sagen. Ich bin in meinem Leben noch nicht so viel Treppen gelaufen. Und du musstest auch noch nie so viel für ein einziges Bier tun. Na, endlich. Es wird angezapft. Oder etwa doch nicht? Wo geht's denn jetzt wieder hin? Also, dieses Bier hat sich der XXL-Ostfriese aber wirklich erwandert. Na dann, Prost! Weil die Hankenhof-Crew heute nicht mit dem XXL-Ostfriesen auf seinen Geburtstag anstoßen kann, hat man sich eine Überraschung überlegt. Bei seiner Rückkehr soll der Hof komplett aufgeräumt sein. Kein Unkraut soll sein Auge trüben. Die Ställe sollen aussehen wie geleckt, und zwar von außen und innen. Kein Misthaufengeruch soll seine Nase irritieren. Keine Spinnweben an den Wänden sollen seinen Unmut erregen. Alles soll strahlen und glänzen. Sogar die Tiere zeigen sich von ihrer Schokoladenseite. Die Hofmitarbeiter schuften den lieben langen Tag, nur für ihren Chef. Ach ja, und das Holz für den Winter wird auch schon vorbereitet. Ist ja kaum noch was da. Ein schöneres Geschenk könnte man dem XXL-Ostfriesen wohl kaum machen. Einmal im Schritt im Hoch und Runter. Hallo. Moin. Aber der Knochenbrecher ist auch hart zu sich selbst. Gut, wir haben's gesehen. Die rechte Seite hinten. Bevor wieder gefeiert wird, wird gearbeitet. Ein paar Tage dauert das, bis er wieder fit ist. Sollte da wahrscheinlich noch kommen. Aber nach der Tour de Force durch die Brauerei muss man erstmal wieder zu sich finden. Für das Alter ist er noch toll drauf, muss man sagen. 26. Super bei Fleisch. Der Rücken ist auch noch ziemlich stark. Da am Fitzelein, alles gut. Du musst immer an meiner Seite bleiben. Du bleibst immer an meiner Seite. Sonst kommt er uns mit den Arschen drin, das beide auch mal, denn? Und ist noch gut im Beritt und so? Naja, zweimal die Woche. Immerhin, mit 26. So, jetzt mal im Maul nachsehen, ob und welche Mangelerscheinungen vorliegen. Selen- und Eisenmangel ganz deutlich. Dass wir den ein bisschen wieder flotter kriegen. Upsala. Ist ein bisschen müde gewesen die letzte Zeit beim Reiten. Dass er treiben ist. Kann man Schirn auch ein bisschen müde. Ja, der ist ziemlich blass in der Schnauze. So, Kopf gerade halten. Vorne können wir nur noch mittelgradig was helfen, weil dort hat er eine ordentliche Arthrose schon drin. Bei Arthrose ist zu viel Manipulation eher kontraproduktiv. Nee, geht's gar nicht mehr. Vorne also total eingeschränkt in der Bewegung. Hinten links scheint's besser zu sein. Da geht noch was. Hat ihn. Aber
Aber rechts kann der Knochenbrecher nur noch bis zum Knie renken. Die meisten Pferde arrangieren sich mit ihrer Arthrose. Man sollte nicht mehr allzu viel verrücken. Da war er ja schon. Ein paar Schritte vorwärts und einmal rückwärts richten. Gut, das funktioniert sehr gut wieder. Rechte Seite des Knie, das war sein Problem. Geh nur einen Schritt da mal hin und den Trab zurück. Wenn auch mit Einschränkungen. Aber für 26 Jahre ist dieses Pferd wirklich noch richtig flott unterwegs. Sehr gut. Wenn es weiter gut bewegt wird, kann es noch lange fit bleiben. Gut, das Knie ist drin. 2-3 Tage solltet ihr den noch so ein bisschen Piano und dann ist gut. Jeden Tag eine Flasche Malzbier. Ich schreibe das auf, Lärm ist so hinten fast nicht mehr, geht auch gut zurück. Aber 2-3 Tage, denke ich, da sind die Entzündungen alle weg. Und ruhig, halbe Stunde Schritt, Stunde Trab Galopp, halbe Stunde Schritt jeden Tag. Das ist schon das Maß, was er noch ab kann. Endlich Abend, endlich Geburtstag feiern. Aber der Knochenbrecher muss erfahren, dass man sich in Bayern auch sein Essen selbst erarbeiten muss. Komm, Schätzelein, welche Seite ist zu mir? Wir dann einfach ganz gemischt urrichtet haben. Sperrrips her, bitte. So. Da legen wir dann auch mal ein. Fünf Stück haben wir drauf. Von den fünf Stück. Von den Bäumen hier. Mit Fleisch wird schon mal nicht gegeizt. 5 Stück von jeder Sorte pro Schlachtplatte. Das sollte reichen. Ente, Schnitzel, Fleischpflanzerl und Sperrrips. Fleischpflanzerl. So nennen die Bayern ihre Frikadellen. Grillmeister Friedi würden sich die Nackenhaare aufstellen, wenn er das hören würde. Wie viel hast du? 5. Okay. Garnituren bitte drauf. Gurken noch ein bisschen, oder was? Garnituren. Zitronenbrei haben wir nur bitte auch mit. Sieht allerdings sehr lecker aus. Dann kann's ja losgehen. Ja, wer denn schon? Schön. Schätzelein. Ja, das freut mich ja. Du hast die richtige Größe da drinnen in der Küche. Ich würde das auch alles hier drauf hinstellen für euch. Dann gehen wir mal. Schauen wir mal, dass wir sie alle satt kriegen. Wie? Und was ist mit dem Geburtstagskind? Das muss weiterarbeiten. Mit einer Fleischplatte ist es ja nicht getan. Bisschen Tomate und so was. Damit, danke schön. Genau, Garnitur nennt man das. Und auf die legen die Bayern ja ganz besonderen Wert. Sehr hübsch. Hör mal hier. Das machst du richtig gut. Wir haben jetzt die gleiche Idee gehabt. Schätzelein. Das ist nicht übertreiben. Nicht übertreiben. So, weg damit. Und raus. Und die Glocke. Dass der Service was zu tun hat. Die freuen sich auf dich. Dieser Bayernbesuch war scheinbar ein indirektes Seminar zum Thema Geduld. So, jetzt gehen wir zum Essen raus. Angerichtet ist. Na endlich, das Geburtstagskind darf sitzen. Jetzt wird erstmal geschlemmt. War aber auch ein ereignisreicher Tag. Erst die vielen Treppen, dann die vielen Pferde und jetzt das viele Fleisch. Und das alles am Geburtstag. Na bitte, Ständchen und Torte. Caruso. Herzlichen Glückwunsch, Tamme.
all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Hey, lass mich zu. Oh. Solange das Feuer brennt.